Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Little Nightmares 2. Ja, bisher fliehen konnten wir vor der langhalsigen Schlange-Lehrerin. Und jetzt befinden wir uns im, ja, Klavierunterricht, wollte ich erst sagen. Nein, wir befinden uns natürlich im weiteren Verlauf des Hauses, oder beziehungsweise der Stadt. Sehr kleine Stadt, das ist ja schon. Und ich habe es ein bisschen heller gemacht, ich fand das da so düster aus. Falls ihr nicht sehen könnt, wo ich bin, hier. So, dann lass uns mal gucken, was wir hier machen sollen. Klettern am Band. Pass mal auf. Vielleicht kannst du das Band auch nur hochziehen. Da hinten. Ach, da ist eine Kurbel. Pass mal auf. Okay. Pass mal auf. Dann gehen wir hier zur Kurbel hin. Ja, mit dem Flaschenzug geht alles. Na komm. Ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen mehr. Okay. Ja. Jetzt kommt sie da hoch. So. Naja. Gehen wir halt hier längs. Hoch, hoch. Und hoch. Ja, oder ich hab auch. Warte, wir müssen Kontakt hüpfen. Saubere Arbeit, mein Schlittchen. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Lehrerin erschlagen oder so. Leider nicht. Das glaube ich nicht. So. Komm runter. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Wo kann dieser Schlüssel sein, ist die Frage. Komm mit, einer muss hier hoch. Du musst mir helfen. Komm her. Mach mir eine Räuberleiter. Okay. Alter, wie mies ist das denn bitte? Jetzt mal ganz ehrlich, wie mies ist denn das? Ist der Schlüssel da rübergefallen? So gut. Das Problem ist aber, wo ist der Schlüssel hingefallen? Ach, der hängt noch da. Okay. Ich dachte, sie hätte ihn schon aufgesammelt. Hat sie gar nicht. So. Ich kann das brauchen. Ich nehme das Rohr trotzdem mal mit. Ah, brauchen wir wahrscheinlich gar nicht, okay. Wow. Dringen wir tiefer vor. Okay, das ist ein Hammer. Wie man sieht, kann der ja nur in diesem Bereich. Obwohl, er hat gar keinen. Der hat doch nichts um Hals rum, oder? Soll nur so aussehen, warte mal. Nehmen wir mit. So geht's auch. Aber lass uns erstmal liegen. Wir machen erstmal die Schublade auf, wenn wir hochkommen. Ich glaube, wir müssen da gar nicht. Den Hammer können wir eh nicht mitnehmen, oder? Ups. Frage, sollen wir da rein? Nee, wir gehen nach oben. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht noch einen
Klavier finden da drin. Und das war gerade eben nur die Übung. Das heißt, theoretisch wollen wir irgendwie jemanden erschlagen. Aber jetzt haben wir gerade nur geübt, gerade eben. Und jetzt erschlagen wir gleich richtig die Leute. Denn wir sind das Killerkommando. Blechdose und Kumpel. Also Six ist das, glaube ich, ne? So. Komm her. Helf mir mal hier hoch. Ich muss das mal runterschieben hier. Nee, warte mal. Kann ich das nicht runterschieben? Doch. Ach guck mal, jetzt kann er hier hochkommen. Okay. Ich hätte gesagt, da passiert irgendwas. Komm, helf mir mal bei der Klappe. Schwer. Dankeschön. Ah, das ist diese eklige Leere. Ist sie das nicht? Ah, also die ist wirklich eklig. Aber wie man sieht, ist die Seilwinde auch da oben. Das heißt, wir können das gleiche Prinzip wieder machen, glaube ich. Ist eine Frage, wie wir das genau machen. Also wenn sie spielt, sollten wir vielleicht nicht springen. Wenn sie nicht spielt. Warte mal kurz hier. Korrigiert sie ein bisschen was? Ist die Frage, was wir hier machen sollen, weil ich sehe die Winde, da oben ist die Tür und ich sehe das Ding hier, kann ich auch irgendwie schieben. Halten. Okay. Kurz warten. Bisschen Angst, dass sie mich gleich erwischt. Warten wir kurz. Schon wieder auf. Ja, muss ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass wir sie auf einmal im Nacken haben. Schneller! Oh, guck an! Die Psychotante. Oh. Alter, war die. Ist die eklig, oder? Ist die nicht eklig? Mein Gott. Widerliche Tante.
widerliche Tante, also wirklich. Huha. Komm mal raus da, du Eimer. Oh. Komm, in der Hand ist nass hier, ich weiß, aber wenn wir mit Händchen laufen, läuft es besser durch den Regen. I'm singing in the rain. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Ja, hier sieht es doch verboten aus. Da müssen wir schon längst. Wie abstrus groß das Ganze eigentlich ist, wenn man da mal so guckt. Ne? Wenn man dann diese Ansicht hat, oder? Also die Stimmung haben sie in beiden Spielen bis jetzt richtig gut eingefangen, immer, ne? Komm. Na komm. Oh, Freunde. Ja. Perfekt. Auch das Wasser runter an den Wänden. Wunderbar. Ja, hoch. Warte mal. Den Rand schieben, wenn der Deckel zugeht. Ah, okay. Aber der kommt ja nicht. Okay, warte mal. Komm mit. Ich glaube, wir müssen da rüber zu springen. Komm, wie kommen wir da so weit rüber? Gucken wir uns mal. Warte, mal los. Ja. Na los. Super. Oh, komm jetzt. Hier kommt ein kleiner Schauer, vielleicht wirst du mal wach. Da geht's wieder rein ins Trockene, ins Warme, ins Gemütliche. Ach, guck mal. Sieht aus wie so eine kleine, was ist denn da, ne? Nee. Wollte ich gerade sagen, irgendwo müssen wir doch langsam mal unser Kostüm wiederfinden. Und sie hat es wieder. Jetzt erkennt man ihn wieder, ne? Komm her. Mit einem Hutladen, vielleicht finde ich eine neue Mütze für mich. Mein Kopf. Warte mal. Nee, lass mal los. Nee, kann man nicht. Kann man die Tür nochmal zumachen, dass ich hinten was sehen kann? Okay, das ist aber nichts. Na gut. Dann lass doch mal weitergehen und gucken. Also wieder draußen. Ich bin schnell. Na, lass mich ein bisschen voraus. Okay, da kommen wir nicht einfach so rüber. Aufkriegen die Tür auch nicht. Kannst du mich hier hochlassen vielleicht? Hier runter. Na,
Jetzt noch mit der Klappe hier. Yes. So. Es geht nur abwärts. Hier liegt Klopapier. Oder sowas ähnliches. Macht man immer wieder raus in den Regen. Das ist auch blöd. Wünscht man auch kein Kind. Lungenentzündung, barfuß auch noch, ne? Nur nebenbei. Oh, hier ist Licht. Da ist es warm. Komm mal rein. Gut gemacht, danke. So. Hier. Oh, jetzt kommen wir in die Ehrenanstalt oder Psychiatrie oder Krankenhaus. Mit Gitterstäben ist wahrscheinlich eher eine Ehrenanstalt. Nicht schön. Da hinten sitzt doch jemand. Oh, oh. Das ist aber ein bisschen crazy hier. Nein! Mit Anlauf wäre es nicht passiert. Mit Anlauf wäre das nicht passiert. Hoch. Ah, halt dich fest und hoch da. Gute Kletterer sind die ja, ne? Fast schon Lara Croft Tomb Raider Style. So. Hier sind Sicherungen. Die brauchen wir garantiert für irgendwas. Ah, noch nicht. Doch. Was für irgendwas brauchen wir die? Nehmen wir schon mal mit. Ist ja wie eine Taschenlampe für uns. Ist auch super. Guck mal, direkt da reinstecken. Des Todes. Okay, das war also nicht die Idee. Lass uns anders machen. Da gehen wir mal aus, dass sie mit soll, auf jeden Fall. Warte mal, können wir hier rein? Guck mal, ob du die Tür aufmachen kannst. Ne, sie hilft nicht, also kann man es auch nicht. Wir müssen überlegen. Wir wissen, dass es da abstürzt. Kann man irgendwas anderes machen? Kann man was reinwerfen da? Na, wenn wir so ein Tuch da reinwerfen, ich meine, das hat ja gar kein Gewicht, ne? Passiert gar nichts. Ja, wenn ich es reinspringe, springt sie ja hinterher. Das ist das Blöde. Irgendwas reinrollen vielleicht. Den können wir auch nicht, den können wir auch nicht schieben. Die Tür kriegen wir auch nicht auf. Wahrscheinlich muss man sich ziemlich schnell am Drahtseil festhalten. Obwohl. Was ist denn mit der Heizung hier? Können wir der Heizung was machen? Was will ich sie da rausnehmen? Dann gehe ich die Tür zu. Gut.
festhalten. Das ist doch irgendwie... Warum geht das nicht? Also ich bin jetzt nicht sicher, ob ich am Draht festhalten soll, weil... Andere Sachen geht ja gar nicht, aber... Sie wollte sich gerade, oder er wollte sich gerade nicht am Draht festhalten, was natürlich ein bisschen nervig ist. Überfragt. Was machen wir jetzt da? Muss ja irgendwie möglich sein, sich da irgendwo festzuhalten. Oder nicht? Doch. Oder war da noch irgendwas anderes? Ich sehe, glaube ich, nichts anderes. Warte mal. Alter, würde das, okay. Auch hier, aber der hält ja nicht so lange, wenn man draufsteht. Ne? Wenn man daran zieht, dann geht's besser, aber sonst eigentlich gar nicht. Nee. Haben's geschafft, wenn's so geht, geht's so halt, ne? Ja, schnell, können wir die aufsammeln? Zumindest noch B drücken. Ah, okay. Das ist ja cool. Macht's gleich noch ein bisschen mehr schummrig hier, das Ganze, ne? Da liegt ein Bein. Das. Okay. Können wir hier rein? Hilfst du mir? Nee. Hier müssen wir schon wieder rumgucken. Was ist hier mal los? Damit du hier ein bisschen mehr sehen kannst. Nee. Auch nichts. Oh, guck mal. Das findest du nicht so schön, wenn sie geblendet wird, oder ja? Da ist ein Pisspot. Nee, nicht aufsammeln. Nein, sammel das. Das ist blöd. Warte mal so. Aha. Hier ist die Schere. Komm mal mit. Okay, interessiert dich nicht. Muss mal gucken, die Türen mal testen, ob man da rein kann oder nicht. Das kann man anscheinend gar nicht. Mal hier hochgehen. Da ist eine Tür auf. Gehen wir da rein. Irgendwas zum Werfen. Wahrscheinlich aus diesem Automaten hier. Komm mal. Gehen wir weiter hier anscheinend. Da ist schon wieder so ein Fernseher. Mal den Sender richtig einstellen, glaube ich.
Wofür die gut sind, wissen wir noch nicht. Das werden wir schon noch rauskriegen. So, wieder in Zeitlupenmodus hinrennen. Wahrscheinlich, ne? Ja, guck mal, sie rennt. Ich weiß nicht, warum ich mir sie sage. Ich weiß es auch nicht. Sie, die kleinen Monster. Okay, da oben geht's weiter. Ja. Hier hinten noch irgendwas ist? Hier geht's auch noch weiter. Lass mal einmal hier reingehen erst. Da oben sieht man, sind sogar zwei Sicherungen rein. Lass uns erst eine Sicherung finden. Die Tür sieht irgendwie nicht ganz so cool aus. Okay. Da hätte ich erst umgucken sollen. Okay. Liegt ein Haken, den nehmen wir mit. Kann ich nicht. Warte mal, jetzt kann man hier die Türen aufmachen. Da ist nichts drin. Okay. Komm mit. Warte mal. Okay. Das ist ja uncool. Ist jetzt schön mollig warm da drin? Hier kann man irgendwas reinlegen zum Verbrennen. Oh, guck mal, da liegt doch. Da liegt ja schon einer. Ich kann nichts machen da mit dem. Na gut, hier können wir rausgehen. Also noch können wir nicht so viel hier machen. Wir müssen ja irgendwas da drin verbrennen im Krematorium. Damit wir irgendwas bekommen. Jetzt wissen wir ja schon mal, dass ein Krematorium hier unten ist. Das kann bestimmt für irgendwas nutzen gleich. So, wir gehen mal in diesen Raum rein hier. Komm. Guck mal, da hinten ein Teddy mit Schlüssel drin. Seht ihr das? Das ist schon wieder ziemlich cool gemacht. Gesund ist es, glaube ich, nicht. Aber ziemlich cool gemacht. Gut. Da ist der Teddy. Den Schlüssel brauchen wir vielleicht. Aber müssen wir rausfinden, welcher Teddy der richtige ist, müssen wir die wahrscheinlich alle einmal scannen. Komm, jetzt nehmen wir mit. Ja, nimm du mal das Ding mit. Wir scannen hier alles. Legen es dahinter und dann wird es gescannt. Der hat was drin, was du da hast. Der hat irgendwas drin. Sieht aus wie ein Schlüssel. Behalt dir mal. Ich muss den nochmal ordentlich hinsetzen. Ich konnte ihn gerade eben nicht so richtig sehen. Naja, gerade so. Da ist nichts drin. Okay. Behalt du mal das Äpfchen. Das Äpfchen ist gut. Nimm das hier nochmal mit. Sie haben auf jeden Fall schon mal einen Schlüssel gefunden. Da ist auch hinten ist auch so ein. Könnt ihr das sehen? Da hinten ist auch so ein.
Ding. Warte mal. Da ist auch noch was drin. Und den Teddy müssen wir mal wegpacken. Der ist nervig. Und das Ding. Legen wir nochmal hier hin. Nein, nicht schmeißen. Ach, kleiner Mann. Ja, zurück. Mal hier hinlegen. Müssen wir nochmal durchscannen hier. Irgendwas ist doch da drin. Wenn das ist, wissen wir nicht. So, aber warte mal, wir nehmen die beiden Sachen mal und bringen die runter ins Krematorium. Und verbrennen die Sachen einmal und holen das dann raus, was da drin ist. Glaube ich zumindest. Komm, komm mit. Lustige Idee, lustige Idee. Ich hätte gedacht, da war ein Schlüssel drin beim Affen, oder nicht? Aber ich finde den Schlüssel nicht. Das ist natürlich schlecht. Weil eingesammelt habe ich jetzt ja nichts, ne? Nö. Okay, haben wir verbrannt, hat uns nichts gebracht. Hä? Ist nicht so viel Sinn gemacht, oder? Aus und noch irgendwas wenden können, was wir vielleicht da in diesem Kram da verbrennen können. Gucken wir mal, ob wir noch was finden. Ne, sie hat den Affen da gefunden. Oder war nichts? War nichts weiter. Da ist auch ein Schlüssel drin oder sowas, ne? Ja. Jetzt mal auf, wenn wir das nochmal mit hier. Na, komm mit mir mit. Irgendwas stimmt doch nicht. Ja, komm her. Komm runter. Also es sah doch jetzt aus. Ich finde es da bei diesem Spielzeugabend, den er hatte, auch aus wie ein Schlüssel. Aber naja, lass ich mich eines Besseres belehren oder runterkommen und gucken mal. So. Das ist auch ein hässliches Teil, ne? Ja. So, einen Schlüssel haben wir schon mal. Ich weiß gar nicht, wofür wir die Schlüssel brauchen. Das mal ganz ab. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir jetzt mal hier rüber und gucken nochmal. Ups, ein höher. Wofür die Schlüssel waren. Das wissen wir ja gar nicht. Ich hab jetzt einfach mal. Das haben wir jetzt ja auch gut Glück gemacht. Weil die werden ja für irgendwas. Für irgendwas haben. Also für ein Schloss, logischerweise. War da die Tür, die wir gesehen hatten schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Komm mit. Hier links. Gehen wir da hoch. Noch haben wir ja keine. Wie nennt sich das? Und der wird ja wahrscheinlich nicht funktionieren, weil er diese. Ja, was ist denn? Wie nennt sich das hier? Sicherung braucht. Genau so rum. Da kommen wir auch nicht durch. Hier brauchen. Achso. Wir müssen noch die ersten Sicherungen hier reinmachen, um überhaupt weiterzukommen. Okay, dann gehen wir in die andere Tür rein, die auf war. Dafür wird der Schlüssel wahrscheinlich gut sein. Eine Sicherung werden wir da finden, dann müssen wir diese Tür aufmachen, um die zweite Sicherung zu finden. Und dann können wir erst die
nächste aufmachen. Und das wäre für mich der logische Ablauf. Und so wird es wahrscheinlich auch kommen. So, hier ist mal aufmachen. Und hinein. Da oben ist jemand. Und cool. Gucken wir mal, was dahinter ist. Oh. Hier ist der Puppenmacher. Ja, wie macht die Tür hier auf, wenn das geht? Geht nicht, aber wir können hier durch. Okay. Okay, bestimmt gleich einen Schreck. Was passiert hier doch? Da liegt schon eine halbe Leiche da oben. Ne, lass mal das Ding liegen. Ist da gerade die Hand weggekrabbelt? Ich glaube, ich spinne. Komm ich hier hoch? Nee. Alter, wie eklig ist denn diese Hand? Kennt ihr eiskaltes Händchen noch von Addams Family? Genau so ist das Vieh. Jetzt frage, wo ich so schnell hinkomme. Das Runterhüpfen hatte mich das sofort, ne? Oh. Okay. Die war verdammt schnell, ne? Zum Schluss. Okay. Dann müssen wir auch schnell sein. Noch schneller. Doch noch erwischt. Letzter Sprung hat sie mich echt noch gekriegt, wa? Na gut. Das klappt nicht mehr, das klappt nicht mehr. Doch. Schnell auf. Warum gibt es so eklige Sachen hier überall? Okay, hier soll ich gar nicht rauf, fällt mir gerade ein. Könnte hier irgendwie einklemmen. Das kann ich gar nicht. Ich muss doch mal laufen. Diese Hand ist nervig. Da ist irgendwann eine Sicherung. Ist die Frage, wie wir die Sicherung bekommen, ohne. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Dahin wahrscheinlich, ne? Ach, warte mal.
Alter. Oh, nerviges Viech. So, eine Sicherung haben wir. Hat uns aber auch ganz schön Mühe gekostet. So geht's auch. Hier durch. Was macht ihr da? Komm, bin hier. Komm mit mir. Lass die Hand in Ruhe. Wir müssen Sicherung wegbringen. So, und damit wir das alles klappt, müssen wir die Sicherung natürlich erstmal da drüben reindrehen. Bevor wir es hier reindrehen, behaupte ich mal. Ich sehe überall diese Puppen sitzen. Man denkt immer, gleich greift uns die Puppe an. Gleich greift uns die Puppe an. So, das gucken wir uns aber beim nächsten Mal an. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, wenn ihr Lust habt, schneid doch nochmal rein. Würde mich freuen. Und bis dahin, oh, tschüss, ne?